Ja, herzlich willkommen im vierten und letzten Spiel zwischen Dusk und Warlock. Ja, Warlock konnte die ersten drei Spiele für sich gewinnen. Und zwar hammerhart mit miesen Tricks. Ja, durchaus. Also, falls ihr die nicht gesehen habt, das lohnt sich auf jeden Fall. Das waren sehr schöne Spiele. Und jetzt bin ich auf jeden Fall, wie immer, gespannt. Ja, und jetzt wird der Dusk wieder etwas defensiver spielen, weil er denkt, okay, dann bin ich besser gefahren. Keine Experimente. Ja, es kann sein. Aber ich tippe darauf, dass er sich jetzt schon aufgegeben haben wird. Und ich denke, ja, ich probiere es zwar, aber eigentlich wird das eh Ja. nichts. Könnte es aber trotzdem schaffen. Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen der psychologische Aspekt. Da Ja. hast du schon recht. Ist jetzt auch ein bisschen demotiviert wahrscheinlich. Er denkt sich, wie man es als Mann macht, macht es verkehrt. Ja. Zweimal Depot kommt im Snit Moment. durch, gehen sie fremd. Ich Ja. habe mich selbst zensiert. Ja, richtig. Aber so ist es ja. Ja. Ah, da tut mir schon richtig leid für ihn, ey. Den einen Sieg hätte ich ihm gegönnt mit dem Proxy. Zumal die Position, die hätte ich auch gewählt, ganz ehrlich. Ich meine, ich bin jetzt nicht der 1 gegen 1 Fetischist und Dies ist. ich spiele auch ziemlich wenig und habe diese Karte selber noch nie gespielt. Aber ich hätte an derselben Stelle geproxied. Ich hätte auch gedacht, dass man da hochspringen kann. Aber ich glaube, das konnte man nicht. Gesundheit. Das werde ich Danke. aber nochmal recherchieren. Ausprobieren. Ich hoffe, das war nicht zu laut. So, der Worker von Warlock. Wirkt sich hinein in die Von Base. Dusk? Dusk ist blau? Warlock ist rot? Verwirrend. Ach, Haben sie sich die haben vertan? die Farben getauscht, irgendwie. Oh Gott, hoffentlich haben wir das nicht eben falsch kommentiert. Nee. Nee, eben war Eben richtig, war ne? richtig. Warlock ist jetzt rot und Dusk ist jetzt blau. Die haben getauscht. Im letzten Spiel. Ist nicht sehr nett für uns. So. Deswegen habe ich auch gerade, war ich gerade, ich muss mich jetzt erstmal umorientieren. Dusk hat hier auf jeden Fall schon die Base vom Warlock gescoutet, weil die Tore wieder offen sind. In der Produktion, ja, relativ alles das gleiche. Immer Hier das gleiche, kann Gas. man anfangen. Hier wird Gas erst gebaut beim Dusk. Ein bisschen später kann man schon davon ausgehen, dass der Warlock wieder relativ früh den Sack zumachen will. Meinst du? Ja. Woran machst du das fest? So frühes Gas. Ein so frühes Gas und noch das zweite Gas. Ja, der will den Sack zumachen. Da gehe ich von aus. Scouting, SCV is down. Na gut, ihr denkt natürlich, es hat eben so gut geklappt, das wird wieder klappen. Ich meine, im Prinzip, ich kann es jetzt nicht beschwören. Ja, Reaper, hier die nächste Kaserne im Bau, da werden dann auch wieder Doppel-Reaper produziert. Es ist ja, ich meine, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich bin jetzt auch kein Pro-Gamer oder so, ganz im Gegenteil. Popo Gamer. Aber man muss sagen, man kann schon grob davon sprechen, wenn jemand ein frühes Gas nimmt, macht er auch einen frühen Angriff. Na. Ne? Das ist ja als Zerg auch so. Wenn du ein frühes Gas nimmst, dann kommt ein 10-Pull mit Gas, frühe Speedlinge oder Banelinge oder alles, was gefährlich werden kann. Wenn du ein Na. spätes Gas nimmst, machst du eine Echse. Und so ist es auch. Dusk hat später das Gas genommen, nimmt jetzt eine Echse. Während Warlock frühes Gas und schon mit Reaper-Dampf startet. Ja. So, hier werden zwei Reaper produziert, hier wird ein Reaper produziert. Ja, er macht dasselbe wie im ersten. Zweiten Spiel? Ersten Spiel. Erstes Spiel. Ja. Das wird wieder Reaper All-In werden. Oh, aber Dusk selber auch mit einem Reaper auf dem Weg. Fliegt jetzt an denen vorbei, sieht es? Sie küssen sich Ah! kurz. Der Warlock hat sich kurz ablenken lassen, geht aber weiter zum Angriff über, denkt sich, Und egal, ja, drückt dafür ist durch. aber jetzt ja das gewarnt. Geht zurück. Ja. Wird jetzt auf jeden Fall mehr Fokus auf Defense legen, ganz klar. Baut jetzt hier im Bunker, aber es wird zu spät sein. Fünf Reaper in der Base vom Das wird Dusk. hart. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Oh, wir hatten es schon. Die Marines wurden auch
fast gekillt. Da kommt der sechste Reaper dazu. Oh. Ein Reaper ist fast down, aber oh, er macht so viel Schaden. So gigantisch viel Schaden. Das wird schon das GG sein, ja. Ja, wow. Ja, also in unter 8 Minuten. Ja. Sack zu. Ja, das habe ich mir gedacht, wegen dem frühen Gas und dann noch das schnelle zweite Gas, da war mir das theoretisch schon klar. Ja, 4-0, da habe ich doch einen guten Tipp abgegeben. Der krasse Reaper-Rush von Warlock ist auf jeden Fall extrem stark. Ich wüsste gar nicht, ob man das als Zerg aufhalten könnte. Doch. Mit einer Queen? Mit einer Queen nicht, aber... Also du bist auf jeden Fall gezwungen, einen Spinecrawler zu bauen. Auch nicht. Ich hätte zu der Zeit schon Linge mit Speed draußen. Zuerst hätte ich sogar... Ja, wenn du auf One-Base bleibst. Ja, mache ich ja meistens. Ja, gut. Ja, gut. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Hadi.